Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu unserem Spiel in The Breach. Wir sind auf der zweiten Insel, so weit war ich noch nie. Ab hier wird es nicht schön zuzuschauen, weil ab hier kenne ich mich so gar nicht mehr aus. Aber wir haben ja immer noch dieselbe Squad. Wir haben ein, zwei neue Special Abilities, die wir vorher noch nicht hatten. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir da nicht ganz so schlecht aufgestellt sind, um auch diese Insel von dem Bösen weg zu befreien. Wir gehen ins Research Center und versuchen wieder den Zug zu beschützen vor den Bösewichten. Und die stehen hier schon mal ganz, ganz übel da. Ich glaube, dass wir hier hinten wieder eine schöne Linie haben, die wir bearbeiten können mit unseren Range Attacks. Und die beiden hier vorne gehen rein. Pott. Würde ich gerne salvagen. Ist nicht die höchste Priority. Oh, oha. Oh, ho, ho, ho. Okay. Uiuiuiui. Das ist neu. Vor allem ist. Uiuiui. Was soll man denn da machen? Also er muss gehen, sonst ist der Zug weg. Wir können ihn. Wir können hier einmal reinschießen, dann ist er eins rüber und greift dieses Feld an. Dann ist die Gefahr gebannt. Dann haben wir die Gelegenheit, mit ihm hier hinzugehen, würde ich behaupten wollen, und ihn auch eins zur Seite. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist hier hingehen und ihm zack, eins mitgeben. Dann wollen wir ihn ins Leere laufen lassen. So weit, so gut. Und zum Glück haben wir das richtig berechnet. Und können ihn ebenfalls ins Leere laufen lassen. Jetzt haben wir es in der nächsten Runde mit vier Gegnern zu tun. Wir gehen dann einen Zug, einen Pott. Oh, der ist neu. Den kenne ich noch nicht. Oh, oh je, da passiert ganz viel. Da muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen. Eins nach dem anderen. Erstmal, was macht hier die Alpha, der Tausendfüßler? Der Corrosive Vomit. Launch a volatile mass of goo, applying acid on nearby units. Das heißt, er greift in diese Richtung an und wird dann links und rechts und auch das Feld selbst mit jeweils 2 Damage versehen und hat 5 Trefferpunkte. Das ist böse. Er greift hier an. Das ist nicht so schnell. Er greift hier an, ja. Die beiden gehen auf die Gebäude. Er geht auf den Zug. Er geht auf die Einheit. Okay. Wenn wir Folgendes machen. Wenn wir mit unserer Artillerie hier reinschießen, dann verbinden wir mal einen Pott. Halb so schlimm. Das Ding ist aber, wir werden dann diese beiden verlieren, weil er sie angreift. Er greift trotzdem den Zug an, wir werden den Zug verlieren, er greift trotzdem hier an. Wir haben da gar nichts gerettet. Wir haben gar nichts gerettet. Das hier sind 2 Crits und das hier sind auch 2 Crits. Hier reinzuschießen wird aktuell nichts bringen. Was etwas bringen würde, wäre, wenn wir ihn hier rüber, dann greift er dieses Feld an, er greift ihn an. Dann müssen wir aber noch sicherstellen, dass er irgendwie, ich weiß es nicht, wir können auch nicht wirklich was dazwischen stellen. Aber that's the way to go, hier auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wenn er hier weg ist, dann kann er er kann bis hierhin, das heißt, ihn kann er nicht treffen. Aber er könnte dann die beiden abschießen. Das wäre okay. Er kann ihm nichts anhaben, aber er könnte Igasonine könnte hierhin, würde die 2 Trefferpunkte nehmen und die beiden Acid-Dinger hier
verteilen, würde dann praktisch das abfangen. Ja. Und zu guter Letzt. Ja, also machen wir erstmal das hier. Der Pott ist weg. Das ist okay. Er fängt den Schaden hier ab. Wie ist denn die Attack Order? Jetzt zuerst. Aber er geht auf das Feld. Das ist nicht so schlimm. Wir wollen beide hier unten sein. Es bringt nichts, wenn wir alle mit einem Schuss versehen. Das passt. Oh, wenn er hier angreift. Nee, wie ist denn die Attack Order? Enemy Actions. Dann der Zug. Und dann kommen die zwei neuen. Ist schon böse, ne? Action available. Kann man nichts machen. Das ist auch passiv. Reparieren bringt auch noch nichts. End Turn. Heißt, die beiden sind auch versauert. Got me Love Commander, trying to break free. Ja, 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 das ist alles okay. Huiuiui, okay, er... Er hat sich freiwillig hier reinbegeben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das aussieht. Wenn wir hier hingingen... Ah, ist das undurchsichtig. Okay, eins nach dem anderen. Scorpion. Scorpion Boy will hier angreifen. Kann er machen, bringt nichts. Not attacking. Ihr attackiert gar nicht. Okay. Dann ihr hier. Alpha Centipede. Will auf den Zug, wenn ich das richtig sehe. Ja, er greift den Zug an. Wenn der Zug weiterfahren würde, würde er ihn hier treffen. Macht der Zug aber nicht. Er greift auch hier in die Richtung an. Könnte ins Leere schießen. Du kannst doch hier hingehen. Dann die beiden angreifen. Das wäre schon mal gut. Dann würden wir im nächsten Schritt sagen, du gehst hier hin, du schießt da drauf. Das würde ihn aber nicht töten. Ne? Das würde ihn nicht töten. Wir müssen trotzdem hier hin. Das bringt alles nichts. Und wir müssen hier angreifen, um auf Nummer sicher zu gehen. Können wir den Zug irgendwie noch schützen? Ich glaube nicht. Wenn, dann nur... Na, warte mal. Das ginge vielleicht. Ach, wenn er hierhin auf dieses Feld geht, dann würde er ihn angreifen, aber das Feld auch treffen. Das würde den Zug genauso töten. Ja. Das heißt, wenn wir ihn getötet bekämen... Aber geht auch gar nicht, ne? Doch. Doch. Wir gehen nämlich zuerst hier hin. Gerade noch so. Schießen hier rein. Und jetzt kannst du ihn hier töten. Du nimmst die zwei Schaden von ihm. Aber wir sollten alle überleben. Der Zug fährt weiter und kein Crit-Schaden. Puh. Puh, 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 puh. Mission complete. Damit das mal kein voller Erfolg war. Dann weiß ich nicht, was ein voller Erfolg ist. Gut, den Timeport haben wir nicht bekommen. Aber man kann nicht alles haben. Bestens, bestens. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Easy peasy. Super schwierig. Mittelschwierig. Block Vexpawning 3 times. Protect the emergency batteries. Und ich glaube, da gehen wir hin. Crit Defense können wir noch weiter erhöhen. Das geht bis 25 maximal. Mhm. Destroy them. Das sehen wir uns auf. Falls wir jetzt zum Beispiel einen von denen verlieren sollten, gehen wir da rein. Wobei ich glaube nicht, dass wir irgendeine Chance haben, das zu gewinnen, wenn wir einen von denen verlieren sollten. Aber das hier ist schön. Schöne Mitte.
wenn ihr mich fragt. Wir sollen die Emergency Batteries, geht davon aus, dass das hier in der Mitte ist, protecten und dreimal uns da draufstellen. Das heißt, du gehst so weit hier vorne hin, wie es nur irgendwie geht. Und ihr könnt von hier aus gut angreifen. Alle freuen sich, dass wir da sind. Das ist doch Bastards. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, er geht auf ihn hier. Das Hai. Und er geht auf ihn. Und das die beiden Centipede. Oh, Centipede macht den hier wieder. Das heißt, wenn er hier hinschießen sollte, wäre das weg. Aha. Wir können auch hier hinschießen und ihn auf den Berg schießen lassen. Das ist dann nicht so schlimm. Wo kannst du denn hin? Du kannst hier noch hin. Aha. Du sowieso. Und du kannst ihm ernst drauf geben. Du kannst aber nicht hier schon blocken. Aber wir wollen schon dich da vorne haben. Was wir machen können ist... wenn wir dich hier treffen, dann hast du nicht die Range, dich dorthin zu stellen. Okay. Ach, heje, heje. Ach, heje. Wenn wir dich hier hin, dann triffst du zwar deinen Kollegen, aber dann töten wir auch das. Aber wenn wir... Jetzt hab ich's. Wenn wir... eins hier rüber. Eins da. Dann gehst du zurück und hier... Okay, okay, ich hab's. Einmal. Eins rüber. Zack. Jetzt sind die Felder hier dran. Es ist soweit okay. Und... wir gehen nur eins zurück. Gib ihm eins mit. Und dann trifft er den... Oh, warte. Ah, das hatte ich gar nicht mehr im Blick. Okay, wir haben einen Damage genommen. Halb so schlimm. Schade, dass die Order nicht andersrum war. Sonst hätte er gar nicht angreifen können. We need to keep the wreck from surfacing. Ja, ja. Einfach gesagt, alles getan. Kann mir ja irgendwie... Was soll ich denn hier machen? Er muss da drauf. Wird er... Er ist wahrscheinlich immun gegen... gegen Acid. Oder? Oder nicht? Und was hat er vor? Not attacking, not attacking. Er ist der Einzige, der attackiert aktuell. Gut für uns. Achso, er. Nee, er auch. Ihn würden wir aber mit... Okay, jetzt pass auf. Wir machen das hier. Das ist klar. Wird er... Wir werden es rausfinden. Also er sieht mir schon so aus, als ob er jetzt von seinem eigenen Gift, von seinem eigenen Acid betroffen wäre, ne? Von daher lass mir ihn dort, wo er ist. Wir gehen nicht selbst in die Acid rein. Oh, wir können ihn natürlich hier treffen. Tipptopp. Und hier ist eine sehr gute Position. Du machst noch deinen einen Damage auf ihn. Plus 2 XP. Nee, jetzt ist er tot, weil er hier drin ist. Okay. Na gut. Dann hat er denn das Acid doch als Damage genommen. Er hat... Ja. Nicht so geil. Er flieht, das heißt, wir können ihn nicht ins Wasser schubsen. Aber wir können ihn davon abhalten, hier anzugreifen. Wenn wir hier angreifen, schubsen wir ihn ins Acid. Und er muss auch irgendwie davon abgehalten werden, hier drauf zu schießen. Und das können wir vielleicht hinkriegen, indem wir hier hinschießen. Nachdem wir ihn eins rüber ins Acid.
Dann wollen wir das hier rüber schießen. Level up. Oh, okay, hier oben müssen wir leider ein Crit Damage in Kauf nehmen. Aber wobei, doch. Oh nein, 2 Crit Damage. Na gut, sie können nur einmal das hier kaputt machen. Hier wird er blocken. Wir müssen noch viel mehr blocken. Aber wir können, haben nicht die Möglichkeiten. In der nächsten Runde müssen wir 2 blocken, damit wir den Bonus noch bekommen. Genau, ja. Der hier oben sowieso nichts machen kann. Blockt Enemy 1, sehr gut. Nimmt auch einen mit. Das sieht nicht gut aus. Aha. Ich würde gerne weg. Es kommt gar keine nächste Runde. Das heißt, wir können das gar nicht hier schaffen. Schade. Ich check's nicht. Das hier ist der Alpha Scorpion. Er versucht hier anzugreifen, ihn zu töten und wird die beiden mitnehmen. Aber die beiden sind gar nicht markiert. Dann haben wir ihn, der hier drauf geht, auf die Batterie. Dann haben wir ihn, der hier auf den Berg geht und die beiden mitnimmt. Dann haben wir ihn, der auch hier auf unseren Mac geht, der so gar nichts machen kann. Wir können höchstens... Auch nichts machen. Ich habe jetzt überlegt, ob es Sinn macht, wenn wir hier drauf schießen einmal. Dann hat er ein Damage genommen durch den Berg. Die beiden nehmen ein Damage. Er wird weggeschubst, wird aber immer noch angreifen können und ihn töten. Das heißt, das bringt erstmal nichts. Er musste aber auf jeden Fall weg. Wenn wir hier hinschießen, dann wird er auf die Batterien geschleudert. Da wird er zwar weg. Nee, die Batterien werden wir verlieren. Wir dürfen die nicht verlieren. Er kann hier drauf. Dann hätte er 3 Damage. Dann könnten wir mit ihm jedem ein Damage geben. Und mit ihm hier hinschießen, damit er ins rüberrutscht. Okay, ich glaube, ich hab's. So, wir gehen da drauf. Jawohl, ja. Dann geben wir jedem ein... Oh, er bekommt gerade 2. Warum auch immer. Nice. Hä? Ja, cool. Dann können wir noch mit ihm eins rüber. Oh, nee. Na gut, dann bekommen wir mal wir zwei halt... Ja, lieber so, als dass wir sie verlieren. Aber sie sind ja beide noch da. Am Ende. Wir haben keinen Bonus bekommen, aber wir haben das Level geschafft. Ein bisschen Schaden genommen. Aber in der nächsten Runde sind wir da wieder voll mit dabei. Und wir haben doch die Emergency Batteries. Wir sind bei Crit Defense. Haben wir da eins verloren? Und wieder aufgefüllt? Das kann sein. Promoted, plus 1 Mac Move. Nice. Wer war das? Ich kann schon nicht mehr unterscheiden. 3, 4. Okay. Also ich glaube, es war Egon Sonine, ne? Glaube ich zumindest. Wir können die anderen auch noch umbenennen. Fällt mir gerade auf. Machen wir dann mal. Wollen wir uns in die High-Threat-Umgebung begeben und die versuchen uns einen Reactor-Core zu holen oder gehen wir auf Nummer sicher? Volles Risiko. Defend the tanks, protect the robotics lab. Aha, die beiden Tanks müssen wir beschützen. Das ist nicht so wichtig. Was viel mehr wert ist, ist dieser Robotics Lab. Boah, jetzt schon 4. Okay. Wir gehen von hier aus rein. Sie kommen direkt auf uns zu.
Was ist das? Wir gehen auf die Tanks. Soll mir recht sein. Da verlieren wir nicht wirklich viel. Alpha Hornet. Alpha, das heißt, die kann 2 Damage auf die beiden Felder machen. Dann haben wir eine Firefly. 1 Damage in Schussrichtung. Das heißt, wenn wir sie hier rüber oder hier angreifen. Wir haben den Scorpion. 1 Damage in die Richtung und kann rein. Und wir haben ein Alpha Scorpion für 3 Damage. Die Tanks haben jeweils nur 1. Hier kommt jemand raus. Und hier würden die beiden angegriffen werden, wenn wir mit 4. Tricky. Lass uns in der nächsten Folge schauen, wie wir das Rätsel lösen wollen. Bis dann, euer Egon Sonn.